wenn wir alleine fotografieren, dann fliegen wir auch so nebeneinander und der hintere pendelt ganz leicht an mich ran. Oder? Also für uns ist ein wichtiger Tag deswegen, weil wir versuchen, heute schöne Fotos zu bekommen vom Mistral 6, um ihn jetzt dann ideal den Leuten nochmal vorzustellen. Ich hatte den Mistral schon mal im Winter in Nepal gehabt, weil bei uns ging noch thermisch nicht viel. Und dort konnte ich wirklich schon so eine Frühjahrsthermik bis zu 8 Meter steigen, integriert mit dem Schönfliegen. Und ich muss sagen, also wirklich wunderbar, wie er alles umsetzt. Also ich fliege bisher gerne so Prototypen und sportliche Schirme, weil sie exakt die Impulse vom Piloten umsetzen. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass der Mistral das auch macht. Mein erster Flug mit dem Mistral jetzt und ich freue mich schon drauf. Ich bin eigentlich Astral-Pilot, ich bin sehr viel in Astral geflogen und das soll ja der kleine Bruder sein und von der Leistung auch sehr stark und ich freue mich jetzt wirklich, dass wir den ersten Flug zusammen bekommen, ein bisschen Sonne auch. Wir sind in Bassano schon geflogen, den Mistral 6, und ich habe eine längere Flugpause gemacht davor und ich habe mich super wohl gefühlt, trotz heftiger Thermik. Der Mistral 6 ist für sportlich ambitionierte Freizeitflieger gemacht.
Ging aber echt schön, ne? Die wir halt geklärt haben. Der erste Flug, das war mit wenig Sonne, viel Kontrast, schwarze Wolken. Und der zweite Flug war mit wenig Wolken, viel Sonne. Also jetzt haben wir eigentlich beides im Kasten, das ist super. Ich bin nicht nur zufrieden, ich bin happy.